Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Follower, ich grüße Sie und euch ganz herzlich hier aus dem Europaparlament aus Straßburg und möchte einen kurzen Überblick über diese Sitzungswoche geben. Wir hatten eine Resolution zu Syrien. Die Abgeordneten haben am heutigen Donnerstag eine parteiübergreifend und in der Wortwahl starke Resolution zur Situation verabschiedet. Und ich sprach mich im Plenum dafür aus, sowohl gegenüber Iran als auch Russland, dass sie zur Deeskalation beitragen müssen, weil sie mit dem Regime zusammenarbeiten. Zudem müssen sich unbedingt alle an den vereinbarten Waffenstillstand halten und die humanitäre Hilfe muss ins Land gelassen werden. Das Parlament forderte zudem die Konfliktpartner und die Türkei auf, die Operation Olivenzweig in Afrin, in Nordsyrien, sofort zu beenden. Ich halte diesen Einmarsch für absolut disproportional und falsch. Vergangene Woche war ich selbst auf einer Fachkonferenz im Libanon, um mir selbst eben ein Bild zur Lage in Syrien zu machen und über die Länder in der Region. Das Europäische Parlament positionierte sich zu den Post-Brexit-Beziehungen. Hier verabschiedeten wir ebenfalls eine Resolution zum Verhältnis der EU-27 und Großbritannien nach dem Brexit. Da die britische Regierung nicht nur die EU, sondern auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen will, bleibt uns letztendlich nur ein neues Handelsabkommen zu schaffen, was die EU auch mit anderen Drittstaaten schon abgeschlossen hat. Sobald die Übergangsphase vorbei ist und Großbritannien aus der EU ausscheidet, sollte die EU Verhandlungen über ein solches Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien aufnehmen. Wir sprachen zudem über den nächsten Finanzrahmen, den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027, das Budget der Europäischen Union. Und hier hat das Europaparlament sich ebenfalls dafür ausgesprochen, in einem Initiativbericht, wie wir die Linien haben. Dabei gehen die Vorstellungen der Mitgliedstaaten und dem Parlament noch weit auseinander. Vor allen Dingen in der Frage natürlich, wie viel Geld der EU nach dem Brexit zur Verfügung stehen wird. Es geht nicht um die Rechnung kleinerer EU, kleinerer Haushalt. Das geht nicht auf. Wenn die EU mehr leisten soll und will, wie beispielsweise im Grenzschutz oder in der Verteidigungspolitik, ein Thema, was überhaupt jetzt zusammengebracht werden muss zwischen den Nationalstaaten und der Europäischen Union. Zudem sollen bestehende Programme aufgestockt werden. Und dabei als Beispiel das Austauschprogramm Erasmus. Dieses soll verdreifacht werden, was ja richtig und wichtig ist. Und dazu finden Sie und ihr einen kleinen YouTube-Film, den ich mit Jens Geier gemacht habe, dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Europagruppe. Weitere Informationen zu dieser Woche, aber auch zu meiner parlamentarischen Arbeit, auch zum Thema Klimadiplomatie, finden Sie und ihr auf meiner Webseite oder der Seite von mir im Europäischen Parlament. Ich wünsche Ihnen und euch noch eine gute Restwoche und verbleibe mit besten Grüßen. Bis dann. Tschüss, Annelies aus Straßburg.